Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle interessierten Folgescreener-Nutzer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie recht herzlich willkommen zum heutigen Webinar, auch natürlich im Namen von FX Flat, Einführung, Neuerungen und Praxisbeispiele zum Forex-Screener. Durch das Webinar führen wird Herr Manuel Lücke. Manuel, du bist schon da, ne? Genau, ich bin schon da. Bevor wir jedoch starten, noch ein kurzer Hinweis zu den Risikohinweisen. Bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Jeder trifft seine eigenen Handelsentscheidungen. Ne? Die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Und ja, Manuel, ich denke, Legen wir los. du kannst beginnen, oder? Gut, dann übertrage ich dir die Rechte und dann geht's los. Ja, dann, meine Damen und Herren, heiße ich Sie auch nochmal recht herzlich willkommen zum Webinar für den Forex-Screener. Mein Name ist Manuel Lücke und ich bin der Entwickler und Gründer vom Forex-Screener. Und ich denke, das Marktscreening, das ist ja an sich nichts Neues, aber das wird ein Thema, was gerade immer wichtiger wird. Und ich habe schon mal im Hintergrund hier den MetaTrader geöffnet, wie man ihn bei vielen Tradern so vorfinden kann. Und da kommt man eben, da sieht man, dass es eben ein Problem der Übersicht gibt sozusagen. Also viele Trader haben eben sehr viele Charts offen und wahrscheinlich erkennt sich der ein oder andere da auch von ihnen wieder, dass man einfach ein oder mehrere Monitore hat mit extrem vielen Charts offen. Man sitzt davor, man wartet auf die nächste Einstiegsgelegenheit und teilweise kenne ich auch Trader, die dann eben zur Mittagspause nicht mal rausgehen, sondern sich die Pizza lieber bestellen, Trades. Und ja, verpasst das aber vielleicht aufgrund der Übersicht sogar möglich. Und dann habe ich Ihnen noch ein zweites Beispiel vorbereitet. Ja. Manuel, der Ton, der ist nicht so Bitte. gut. Ich weiß nicht, der Ton bei mir kommt bei mir ganz abgehakt an. Ich weiß nicht, wie das bei den Zuhörern ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was optimieren. Okay. Ich schaue noch mal kurz nach. Vielleicht können die Zuschauer hier auch noch mal in den Chat reinschreiben, ob man mich gut hört oder nicht. Ton ist Mist. Ton ist Mist. Nicht perfekt. Gut. Okay, dann versuche ich mal kurz das integrierte Mikrofon zu nutzen. So, hört man mich jetzt anders, besser oder schlechter? Ja, mehr so im Hintergrund, mehr so hohl, sag ich mal. Okay, das ist jetzt nämlich, ah, das ist das integrierte Mikrofon. Wir müssen jetzt aber zu ändern. Habe ich es nochmal auf mein Hauptmikrofon geändert? Hört man mich besser, schlechter? Ja, das ist gut. Das ist in Ordnung. Kein Hall, das ist in Das ist Ordnung. gut? Kein Okay. Echo, das passt. Puh, Schwein gehabt. Anderes Mikrofon hätte ich jetzt auch nicht gehabt. Also, okay. Ja, vielen Dank für den Ja, Hinweis. so ist wunderbar. Super, das freut mich. Okay. Genau, und ja, im MetaTrader zeige ich immer noch kurz ein zweites Trading Setup. Also, jetzt nicht im Sinne von Trade, sondern wie die Charts eben so geöffnet sind bei den Tradern. Das ist quasi auch so ein typisches Setup. Und zwar haben wir jetzt hier einfach so zwei Assets offen und es sind auch die meistgehandelsten, ja, der DAX und der Euro-US-Dollar. Und ja, hier haben wir eben so die Problematik, dass wir eben uns zu doll auf zwei Assets so spezifiziert haben. Also wir sind so ein bisschen abhängig von den Hauptmärkten. Und nicht jeder hatte auch den ganzen Tag Zeit, sondern der ein oder andere hat ja eben noch einen Fulltime-Job, kommt dann nach der Arbeit nach Hause und die Bewegung im Markt, die hat eben schon stattgefunden. Und auf dem Abend ist dann eben nicht mehr so viel los. Wir brauchen als Trader, brauchen wir Bewegung. Wenn sich der Markt nicht bewegt, dann verdienen wir natürlich auch kein Geld. Und genau deswegen gibt es ja auch so eine zum Beispiel Opening Range Strategien, weil am Morgen zur Markteröffnung eben ja die Volatilität drin ist. Und damit wir diese Probleme umgehen können, gibt es unter anderem Screening-Software, mit der wir eben
den Markt durchsuchen können. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr darauf warten, dass irgendwas passiert, dass News kommen oder irgendwas, sondern wir können hergehen und sagen, wir möchten aktiv den Markt durchsuchen nach Aktien, die heute 5% gemacht haben, oder wir wollen Assets finden, die ein sehr hohes Momentum haben, oder wir wollen zur Markteröffnung nach dem Wochenende, wollen wir uns gerne mal alle Assets anzeigen lassen, die eine sehr große Gap haben, eine sehr große Lücke zwischen Schlusskurs und Eröffnungskurs. Und da gibt es eben noch sehr viele Möglichkeiten. Ja. Da hat man vielleicht auch ganz eigene Strategien, die man dann fahren kann und mit Hilfe eines Screeners umsetzen kann. Und der Screener sucht diese Strategiekriterien live am Markt heraus. Das sind so unsere Vorteile, die wir mit einem Screener haben. Und wir haben uns da dementsprechend spezialisiert auf den MetaTrader. Wir haben uns FX Flat als Partner geschnappt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt alle Assets, die es bei FX Flat gibt, die haben wir jetzt in unserem Screener drinne sozusagen und können den Markt, den kompletten FX Flat Markt durchsuchen. Und ich zeige Ihnen mal, wie das Ganze aussieht. Und zwar haben wir jetzt hier unsere Oberfläche. Das hier ist jetzt der sogenannte Forex Screener. Und wir finden hier eine Menge von Filtern, die wir nutzen können, um den Markt zu filtern. Und wir haben hier auch Gruppen, wo sich eben weitere Filter dahinter verstecken. Und ich würde Ihnen jetzt gleich mal zum Einstieg ein Beispiel zeigen, was ich damit meine, dass wir den Markt eben scannen bzw. durchsuchen. Hier haben wir jetzt einen Filter, der nennt sich eben RSI-Filter. Und der gibt uns zur Auswahl, dass wir uns alle Assets anzeigen lassen können, die einen RSI-Wert von beispielsweise über 80 haben oder unter 20. Also das können wir so einstellen, wie wir wollen. Man klickt dort einmal drauf und unten in der Tabelle werden uns jetzt alle Assets angezeigt, die den Kriterien entsprechen, also von den Filtern, die wir ausgesucht haben. Und in der Tabelle können wir jetzt das Asset uns auswählen, einfach darauf klicken. Und dann bekommen wir eine Detailseite angezeigt mit dem Asset, bekommen die Charts angezeigt, können ja auch in den Charts hin und her navigieren auf den Zeitperioden. Und wir erhalten hier nochmal eine Übersicht quasi von zusätzlichen Werten, die wir uns anzeigen lassen können. Also hier haben wir dann auch sowas wie die Tagesveränderungen, die wir heute gemacht haben, Wochenveränderungen. Wir haben ja an sich den RSI-Wert noch einmal. Wichtig für uns ist vielleicht auch, aus welcher Kategorie unser Asset stammt, weil das muss ja nicht nur Forex sein, sondern kann ja eben auch Aktien sein oder kann auch ein Future sein. Und das Beste ist, dass wir unser Asset uns auch direkt im MetaTrader anzeigen lassen können. Also ich habe jetzt gerade den Euro-Schweizer-Franken, den habe ich jetzt gerade nicht manuell geöffnet, sondern das wurde eben geöffnet, da ich in der Tabelle auf dieses Asset geklickt habe. Und wir haben hier ein Add-on, welches dann im Hintergrund im MetaTrader für uns diesen Chart öffnet. Jetzt können wir quasi uns das Asset mal genauer angucken. Wir sehen ja auch den RSI. Und man sieht dann eben hier das. Bitte? Kannst du gleich mal zeigen, wie man das macht, dass der Chart auf den MetaTrader übertragen wird? Weil ich weiß, dass das viele eine Frage nach haben. Ja, ja, das zeige ich eigentlich. Ich würde erstmal noch ein paar Basics dazu erklären und dann würde ich das im Anschluss noch erklären. Genau. Also ja, hier haben wir nochmal die Tabelle quasi, die uns die Assets anzeigt und der RSI-Wert beträgt 18,22. Wir wollten uns ja alles anzeigen lassen, was kleiner als 20 war. Und hier sehen wir jetzt, dass der RSI-Wert quasi genau bei dem Wert halt liegt. Also hier ist er jetzt bei 18,23 aufgerundet. Und genau, das ist jetzt mal so ein kleines Einstiegsbeispiel gewesen. Wir können damit gleich noch in die Tiefe gehen. Ich würde jetzt erstmal kurz diese Frage beantworten, wie man das macht. Und zwar
bei uns auf der Webseite. Da gibt es im Menü, haben wir hier den Punkt FS Add-on. Ja. Und auf die Forex Screener Add-on Seite, hier gibt es zwei Buttons. Da haben wir quasi das Add-on, die Software, die Sie sich herunterladen müssen. Klicken Sie einfach auf den Button drauf. Für den MetaTrader 5 empfehle ich das Ganze, weil dort können wir dann die Indikatoren bzw. die Filter, die wir uns ausgesucht haben, die werden dann auch visualisiert in dem Chart. Also er hat jetzt quasi nicht nur den Euro-Schweizer-Franken-Chart geöffnet, sondern ja auch gleich den RSI-Wert hinzugefügt, weil ich den RSI als Filter ausgesucht habe. Und der Unterschied zwischen dem MetaTrader 5 Add-on und zum MetaTrader 4 Add-on ist, dass auf dem MetaTrader 4 eben nur der Chart geöffnet wird, aber die Filter nicht visualisiert werden. Deswegen empfehle ich auch, den Forex Screener für den MetaTrader 5 zu benutzen. Dann kommt eben natürlich noch dazu, dass der MetaTrader 4 ja auch nicht ewig leben wird. Ich denke mal, der wird noch ein bisschen Laufzeit haben. Aber der wird natürlich dann irgendwann dann auch mal abgeschaltet. Und wenn Sie sich jetzt gleich schon auf den MetaTrader 5 umstellen, dann brauchen Sie das später eben nicht zu tun. So. Genau. Und dann gehen wir mal zurück in den Forex Screener. Ich zeige Ihnen mal noch ein paar Filter, weil es hier sehr viele interessante Filter gibt, mit denen Sie eben auch Ihre Strategien umsetzen können oder vielleicht auch durch die Filter Inspiration für neue Strategien bekommen. Ja. Dann zeige ich mal einen meiner Lieblingsfilter. Das ist der Preismarkenfilter. Und den finden Sie hier. Also der Filter, der steht dann da Distanz zur nächsten Preismarke. Da wollen wir natürlich eine kleine Distanz auswählen. Wir wollen jetzt alle Assets uns anzeigen lassen, die dicht an einer Preismarke sind, sprich eine Distanz von kleiner 0,1% haben. Klicken wir das Ganze an. Scrollen wir wieder runter in unsere Tabelle. Und er würde jetzt quasi für jedes Asset auch jedes Zeitintervall anzeigen, welches sich dicht an einer Preismarke befindet. Deswegen stelle ich mal zusätzlich oben noch als Zeitintervall ein, dass wir Minute 15 uns nehmen und dann werden uns hier die Ergebnisse angezeigt. Ich handle immer sehr gerne einfach Forex oder Indizes, ja. Deswegen suche ich mir jetzt hier einfach mal das Forex, ein Forex Asset aus. Und wir sehen hier schon in der Tabelle, dass das eben um 0,002% an einer Preismarke dran ist. Und das Ganze kann man auch in der Spalte Ask und Bid sehen. Also wir sind jetzt hier bei 1,5602 als Ask und 1,5599 als Bid-Kurs. Sprich, unsere Preismarke liegt jetzt genau dazwischen. Ich habe jetzt das Asset wieder angeklickt und im Hintergrund müsste es auch im MetaTrader geöffnet sein. Und genau, wir haben das Ganze jetzt geöffnet und sehen, dass hier, man darf sich jetzt nicht irritieren lassen von dem Kurs, also der Kurs, beziehungsweise der Bitkurs, der liegt jetzt hier bei 1,5597 und die Preismarke, die haben wir uns eingezeichnet bei 1,5600. Also es sind eben diese Runden, die Big Numbers, könnte man auch dazu sagen. Und der Hintergrund ist einfach der, dass solche Big Numbers oft als Widerstand vorzufinden sind. Also wenn man dann mal so in die Historie guckt, dann in die Kurshistorie guckt, dann sieht man eben, dass der Kurs manchmal an solchen Zahlen abprallt, so wie man es zum Beispiel hier jetzt sehen kann. Und ich wette, dass wenn ich jetzt weiter zurückscrolle, dass es da auch noch öfter mal ein Vorkommnis gibt, ja, wie zum Beispiel hier oder wie man es hier sieht. Und da hat man manchmal Assets, da ist das wirklich pervers oft der Fall. Ja, also hier hat man zum Beispiel auch noch die Sache, hier ist das dran an der 156er. Dann hat man hier
den Durchbruch beispielsweise, ne? Und hier hat man dann eben wieder den Rücklauf, der dann genau bei als an der 155er Marke stoppt und das dann als Widerstand beziehungsweise als Support dann eben nimmt. So. Und mir fällt gerade ein, ich habe das Add-on gerade gar nicht bis zu Ende erklärt, warum das jetzt hier auch angezeigt wird. Und zwar haben wir dann quasi, nachdem wir uns den Installer runtergeladen haben, haben wir hier und das Ganze installiert haben, haben wir hier diesen Expert Advisor drinne unter Experten. Und das ist quasi unser Add-on, welches wir dann auf den Chart anwenden müssen. Und dann können wir einfach uns einen neuen Chart eröffnen, können dann per Rechtsklick können wir auch gehen unter Vorlagen und das FS-Template auswählen. Das ist quasi, damit der Chart eben in diesem Forex-Screener-Stil so aussieht, das Template, das kommt auch mit. Also wenn Sie den Installer heruntergeladen haben und dann installiert haben, dann ist das auch verfügbar bei Ihnen im MetaTrader. Und dann können Sie den Chart individuell noch bearbeiten, wenn Sie das möchten. Also ich lasse mir mal gerne noch die Ask-Linie anzeigen und die Periodentrennung anzeigen, damit ich dann sehe, wann der Tag beispielsweise angefangen hat. Und dann sieht der Chart schon mal so aus in dem Template. Und dann muss man eben nur noch Doppelklick machen auf das Forex-Screener-Add-on, unter Eingaben in den Tab gehen und seine E-Mail-Adresse angeben. Und zwar müssen Sie hier aufpassen, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse, mit der Sie Ihren Zugang zum Forex-Screener haben, hier eingehen, damit das Ganze dann synchronisiert wird. So. Wenn Sie das gemacht haben, dann sieht das eben so bei Ihnen aus. Dann sehen Sie oben Forex-Screener Add-on, die Software, die ist quasi aktiv somit. Und wenn Sie dann im Forex-Screener gescreent haben, sich ein Asset ansehen und darauf klicken, dann wird der Chart im Hintergrund so automatisch geöffnet. So. Dann gehen wir wieder zurück in den Forex-Screener. Und ich würde Ihnen hier vielleicht mal noch ein paar gute Filter mit an die Hand legen. Und zwar würde ich es erstmal kurz einzeln zeigen, also einzelne Filter. Und danach können wir das gerne mal in Kombination machen, weil die Kombination eben Ihre Trading-Setups verbessert. Also Sie bekommen jetzt beispielsweise, wenn Sie den RSI-Filter auswählen und Sie suchen sich jetzt ein Asset raus, was einen RSI-Wert von über 80 hat, dann heißt es, der RSI-Wert ist gerade hoch und der Markt ist überkauft. Aber man sollte natürlich dann nicht blind einsteigen in den Markt. Also das als alleinigen Indikator zu benutzen, damit werden Sie wahrscheinlich auf die Nase fallen, das kann ich Ihnen sagen. Von daher ist das sehr interessant, dass Sie das eben in Kombination benutzen. Und ich werde Ihnen gleich mal zeigen, wie. Aber zuerst nehmen wir noch ein paar einzelne Filter durch. Und da habe ich zum Beispiel noch einen guten Filter. Das ist der Kerzen-in-Folge-Filter. Da haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, sich alle Assets anzeigen zu lassen, die mindestens, sagen wir mal, 6 grüne Kerzen in Folge gemacht haben oder jetzt aktuell haben. Und dann sehen Sie hier in der Tabelle, sehen Sie schon, die Netflix-Aktie auf Monatsbasis hat 11 grüne Kerzen in Folge. Sie können das Ganze wieder anklicken, können sich das dann auf der Detailseite ansehen, wenn Sie wollen. Oder Sie gucken sich das direkt im Chart an und man sieht dann hier, ich zoome mal hier etwas rein, die Markierung, er markiert jetzt die 11 letzten grünen Candles. Die aktuellste Kerze wird bei den Filtern immer oder oftmals nicht berücksichtigt, weil die dementsprechend noch nicht abgeschlossen ist. Also theoretisch kann es ja sein, dass der Monat sich eben noch dreht und das dann auch eine grüne Kerze wird. Und sobald diese Kerze dann wirklich abgeschlossen und in Stein gemeißelt ist, wird sie vom Filter dann auch berücksichtigt. Das ganze Spiel können wir auch spielen mit den roten Kerzen. Einfach auswählen, anklicken. Und dann sehen wir hier wahrscheinlich den AUD Yen, der hier auch, man sieht schon in der Vorschau,
mehrere grüne Kerzen jetzt hier in Folge gemacht hat und dementsprechend ja ein Abwärtsmomentum gebildet hat. Und hier gilt natürlich wieder die gleiche Regel, nicht blind in den Markt rein, weil jetzt so 11 grüne oder 11 rote Kerzen gekommen sind, weil es muss nichts heißen so. Es heißt immer was, wenn Sie so eine Formation an einem Widerstand vorfinden, dann ist Ihre Wahrscheinlichkeit, dass Sie da gerade in einen profitablen Trade einsteigen, um einiges höher. So, dann zeige ich Ihnen mal noch eine sehr interessante Strategie ist ja das Gap Trading für einige Leute. Und da haben wir natürlich auch einen Filter, den kann ich mal über die Suche aufsuchen. Ihr könnt hier oben reinklicken und unsere Filter, die wir zur Verfügung gestellt haben, können Sie hier durchsuchen. Da können Sie auch verschiedene Wörter eingeben, sowas auch wie Bollinger Bänder. Da finden Sie dann die Filter dementsprechend, die wir dazu haben. Auch die Preismarke können Sie hier eingeben. Das findet er alles von alleine. In unserem Fall wollen wir den Gap-Filter benutzen. Und wir haben jetzt hier den Filter, der nennt sich Aktien-Gap. Größe zum Vortag. Also das heißt quasi, die Aktien-Gaps, die entstehen ja quasi jeden Tag im Gegensatz zum Forex, weil der Markt jeden Tag schließt, der Aktienmarkt. Und wenn wir jetzt den Filter auswählen, dann haben wir wieder unsere Ergebnisse unten in der Tabelle und können uns jetzt hier beispielsweise auch auf dem Zeitintervall, ja, M1 ist vielleicht jetzt ein bisschen kurzfristig, aber nehmen wir mal M5, lassen uns das anzeigen und man sieht jetzt schon in dem M5-Chart, ne, das ist ja Ende des Tages, Anfang des Tages, sieht man jetzt hier schon die große Gap. Hier können wir im Chart, müssen wir mal an die richtige Stelle vorgehen, genau, wurde uns das wieder geöffnet. Und uns wird die Gap dementsprechend auch eingezeichnet von dem Add-on. Ja. Und einige Trader verfolgen ja eben diesen Gap-Trading-Ansatz, wo sie sagen, okay, der Markt macht jetzt auf. Ich suche mir jetzt einen Asset raus, was eben eine sehr große Gap hat, um dann den Gap-Close zu handeln, weil es ja eben so vorkommt, manchmal, sage ich mal, also nicht immer, Sie haben da keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, aber es ist eben eine bekannte Strategie, dass Sie dann einfach in Richtung der schließenden Gap handeln. In dem Fall wäre das natürlich auch aufgegangen. Man muss hier aber auch berücksichtigen, dass hier auch ein Abwärtsdocht nochmal war. Also wenn man jetzt direkt eingestiegen wäre zum Open, hätte man natürlich, wenn man den Stop zu eng gesetzt hätte, ja, wäre man da ausgestoppt gewesen. Aber wenn man das Ganze berücksichtigt, sieht man schon, dass die Strategie im Allgemeinen hier aufgegangen wäre, insofern, dass das Gap, ich sag mal, so gut wie geschlossen wird. Man sollte sich vielleicht auch gar nicht immer daran orientieren, wo jetzt der Schlusskurs war, sondern vielleicht lieber daran, wo das letzte Level war. Und das hätten wir in dem Fall natürlich dann erreicht. Und die gleiche Strategie, die können Sie natürlich auch verfolgen mit Forex. Und zwar haben wir hier auch Wochenend-Gap-Größen. Da werden dann eben nur, also alle Assets durchsucht. Und das ist gerade ein guter Filter für die Assets, die eben nur am Wochenende geschlossen sind. Damit Sie dann eben die Kurssprünge handeln können dementsprechend. So. Dann zeige ich Ihnen mal noch, bevor wir in die Kombination von den Filtern reingehen und da mal schauen, was der Markt heute so richtig zu bieten hat, zeige ich Ihnen mal noch einen interessanten Filter, und zwar Pivotpunkte. Auch eine interessante Sache, gerade weil ich ja eben schon diese zwei Momentumsfilter hatte mit dem RSI und den Kerzenfolge. Und der Pivotfilter wäre eben, das ist dann eher so eine Art Widerstandsfilter. Zeige ich Ihnen. Da haben wir hier die verschiedenen Pivotpunkte. Also da gibt es ja dann den Pivotpunkt P, S1 bis S3 und R1 bis R3, je nachdem. Ich hoffe mal, dass Sie sich damit schon ein bisschen befasst haben und mir da gerade auch ganz gut folgen können.
Und da können Sie dementsprechend beispielsweise einfach den S2, also Support, einen Support-Filter quasi auswählen. Sie wollen jetzt Ausschau halten nach allen Assets, die sehr dicht an dem Pivotpunkt S2 sind. Suchen sich dann jetzt hier eben Ihr Asset heraus, auf welchen Zeitintervall Sie das nehmen wollen. Sie können ja auch das Zeitintervall nochmal eingrenzen, dass Sie sagen, Sie wollen sich das Ganze nur auf M15 angucken und haben dann dementsprechend einfach nur drei verschiedene Assets auf dem Zeitintervall M15, klicken das Ganze wieder an und begutachten es dann entsprechend entweder im Browser oder direkt im MetaTrader. Und hier sehen wir jetzt schon, dass sich wieder das Asset geöffnet hat. Ja, wir haben hier den kanadischen Dollar Schweizer Franken auf M15. Und wir sehen jetzt hier das Level S2, sehen hier das Level S1 und sehen hier den Pivotpunkt P. Heißt quasi, unser Forex Screener Add-on hat uns jetzt unsere Pivotpunkte alle schon mal eingezeichnet. Und wie man es hier jetzt auch so ein bisschen erkennen kann, was ich gerade schon meinte mit dem Widerstand, dass wir hier den S1-Punkt haben, der entsprechend jetzt schon mal als Widerstand heute gedient hat. Der Markt ging nach oben und rauscht danach wieder ab. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, wie könnte man das jetzt nutzen, um in einen Trade einzusteigen? Dann sollte man natürlich nicht jetzt blind an der Marke handeln, sondern man sollte das Ganze auch mal in der Großwetterlage begutachten und mal eben schauen, ob es jetzt schon einen eindeutigen Trend gibt. Also hier haben wir jetzt keinen eindeutigen Trend, sondern das ist jetzt vielleicht eher so eine, also naja, seitwärts Phase, würde ich mal sagen. Also keine eindeutige Richtung. Dementsprechend würde ich das so von der Großwetterlage her auch gar nicht handeln wollen. Ja, aber wenn man das jetzt nur mal auf dem kleinen Zeitintervall sieht, dann könnte man eben schon mal davon ausgehen, dass wenn der Kurs jetzt hier durchgerauscht ist durch diesen Widerstand, dann wird er diesen Widerstand höchstwahrscheinlich noch mal testen. Und das sieht man schon daran, dass er hier schon ein, zwei Mal quasi gegengelaufen ist. Und er wird dann wahrscheinlich einfach runtergehen und korrigieren, was eben gut für einen Short-Einstieg wäre, damit der Markt dann eben noch weiter in Richtung Short läuft. Aber wie gesagt, das sollten Sie natürlich machen, wenn die Großwetterlage eben die gleiche Richtung anzeigt. Ja. Und ja, da kommen wir eben jetzt auch mal dazu, dass wir diese Filter kombinieren können, damit Sie eben noch bessere Einstiege haben und gute Trading-Setups für sich finden können. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was man hier zum Beispiel so machen kann. So, dann haben wir jetzt alle Filter mal draußen und ich nehme mal das, was wir vorhin schon hatten. Dann schauen wir mal, ob wir da was Gutes finden oder nicht. Und zwar die Distanz zur Preismarke, die soll eben dicht sein. Und dann wollen wir, dass der RSI beispielsweise überkauft ist. So, dann haben wir jetzt, man sieht, wir haben das jetzt so ein bisschen stärker eingegrenzt und dementsprechend finden wir natürlich auch nicht mehr so viel, sondern wir müssen jetzt eben in den Filtern dann so ein bisschen rumexperimentieren, bis wir dann eben was Gutes gefunden haben, weil ist ja logisch, umso stärker meine Kriterien sind, umso schwieriger wird es ja eben auch, was zu finden, was all meine Kriterien erfüllt. Und hier nutze ich jetzt zum Beispiel als zweiten Filter eben, dass die zuletzt abgeschlossene Kerze über oder unter den Bollinger-Bändern sich befinden soll, weil ich mit dem RSI-Filter jetzt nichts gefunden habe. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Und dann schauen wir mal, dann haben wir hier zum Beispiel schon mal ein gutes Ergebnis, also zumindest von den Zahlen schon mal gut, weil wir sehen dicht an der Preismarke. Es müsste jetzt auch vom Bollinger Band. Oh, das sieht nach einem guten Setup aus. Ah ja, da sieht man das schon. Hier sind wir jetzt auf dem British Pfund, neuseeländischen Dollar H4. Ja. Und man sieht eben, wir sind jetzt hier schon in einen
Aufwärtstrend, würde ich mal sagen. Ja. Und das Witzige ist, man hat jetzt hier wieder die Preismarken eingezeichnet, diese Linien, die dann eben so als Widerstand gelten. Und das hat man zum Beispiel auch gesehen, dass hier gab es eben mal einen Abprall von der Preismarke. Hier ist er mit einem Momentum hochgekommen, ist wieder abgeprallt. Hier genau das Gleiche und hier wieder das Gleiche. So. Und jetzt sind wir eben auf dem H4 Zeitintervall unterwegs und das ist ja eben ein sehr großes, um, ja, ich sag mal, eher kurzfristigere Einstiege zu suchen. Von daher würde ich jetzt einfach mal vom Zeitintervall her runtergehen und wir müssten, beziehungsweise können wir noch mal gucken. Eine Sache hatte ich vergessen zu erwähnen. Das Bollinger Band, das wurde ja hier jetzt auch durchbrochen. Also das hatten wir auch in unserem Filter als Kriterium. Ich habe gar nicht mit dazu erwähnt. Und ich wollte nur noch mal zeigen, dass quasi die Kriterien hier alle erfüllt sind. So, und auf dem kleineren Zeitintervall sieht man jetzt, dass wir extrem dicht an der Preismarke sind, die als Widerstand eben dienen kann. Ja. Hier unten an der Preismarke sieht man das auch noch mal. So, was ich jetzt tun würde als Trader ist, ich würde auf ein sehr kleines Zeitintervall gehen, vielleicht M1 bis M15, und würde jetzt darauf warten, dass eben ein Signal kommt für einen Long-Einstieg. Das heißt quasi, es könnte sowas sein wie eine Hammerformation, also eine Kerze, die dementsprechend so hier aussieht. Moment. So hier. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Signal. Ja. Dann könnte man noch darauf warten, dass eben ein neuer Trend beginnt. Also es kann auch sein, dass der Kurs hier eben so leicht runterbricht und es dann aber eben anfängt, ein höheres Tief zu machen, ein höheres Hoch zu machen und eben in die andere Richtung verschlägt. Und Sie haben jetzt eben an dieser Stelle eine sehr gute Ausgangsposition, müssten hier in diesem Szenario jetzt aber nochmal beobachten und warten darauf, bis die Action auch wirklich losgeht. Also nicht blind einfach einsteigen, sondern eben darauf warten, okay, dass mein Setup ist bestätigt, ich kann jetzt einsteigen in den Markt. Und das Ganze lässt sich natürlich dann auch erkennen, wenn jetzt die nächste grüne große Kerze entsteht. Das wäre natürlich auch so ein Signal dafür. Und das ist immer unterschiedlich, wenn man sich die Setups heraussucht. Es muss eben nicht sein, dass man auf Anhieb was findet, sondern es kann eben sein, dass man eben mal was findet, worauf man dann eben noch etwas warten muss, also kurz warten muss. Und manchmal findet man eben auch perfekte Setups, die man sofort handeln kann. Weil wir eben auch Filter haben für zum Beispiel Hammerformationen. Und da sind wir gerade auch noch ein bisschen mehr im Ausbau, zum Beispiel Candle-Pattern-Formation, was das angeht. Das ist auch ein guter Trigger, um das Setup zu bestätigen. Und unser gleiches Setup können wir jetzt eben noch erweitern, dass wir sagen, wir wollen unser Setup insofern erweitern, dass unsere Hammer-Formation auch noch mit reinspielt. Wir wollen jetzt nicht nur, dass er über den Bollinger-Bändern ist und dicht an der Preismarke dran ist, sondern wir wollen eben auch, dass das zutrifft und noch eine Hammerformation im Chart zu sehen ist. Und der Hammerfilter, der befindet sich unter den Eventfiltern. Da können Sie dann eben sowas sagen wie, der letzte Hammer soll vor einer Kerze ausgeprägt worden sein. Oder Sie können auch sagen, ja, vor 5 Kerzen, wenn Ihre Strategie das eben so zulässt. Klicken das an. Und ja, da haben wir jetzt natürlich den Fall, dass wir das nicht gefunden haben. Also marktweit haben wir eben so ein Setup gerade nicht zur Verfügung. Wir haben ja aber noch die anderen Hammerformationen, also die unterschiedliche Bezeichnungen und probieren jetzt mal durch, ob wir einen Treffer haben, aber haben jetzt leider eben keinen Treffer. Das ist aber nicht so schlimm, weil in unserem Fall können wir ja quasi unser Setup so nehmen, müssten jetzt halt nur warten, bis das Ganze antriggert. Oder was wir natürlich auch machen können, ist, dass wir in den Markt hineingehen, aber eben mit einem sehr engen Stop-Loss. Also man sieht hier schon, dass das Ganze jetzt gerade am Abprallen ist. Wahrscheinlich wäre das ein gutes Einstiegsszenario gewesen mit einem engen Stop-Loss. Ne? So.
Dann zeige ich Ihnen noch eine weitere Strategie, mit der wir letzte Woche auch einen sehr guten Trade erzielt haben. Und zwar geht es hier so ein bisschen um die Widerstände des Vortags. Da haben Sie das Vortagshoch und das Vortagstief und können sagen, Sie wollen sich jetzt alle Assets anzeigen lassen, die beispielsweise sehr dicht an dem Vortagshoch sind. Sie können jetzt sich das Ganze hier aussuchen. Distanz zum Vortagshoch ist kleiner als 0,1. Und Sie können natürlich auch noch sagen, dass der Kurs beispielsweise über dem Vortagshoch liegen soll. So. Dann haben Sie quasi schon mal so einen Basic Setup. Gucken wir uns mal an, ob das Ganze hier zutrifft. Wobei man hier schon sieht, die Distanz zum Vortagshoch ist jetzt nicht so groß. Aber man kann es sich natürlich trotzdem jetzt mal angucken. Gehen wir direkt mal rein in den MetaTrader. Man sieht schon, wenn man hier rauszoomt, gehen wir auf ein höheres Zeitintervall, haben wir jetzt hier den Vortag zwischen den Linien und die orangene Linie ist eben das Vortagshoch. Ja. So, der Markt gestern ist hier ziemlich abgerauscht, hier unten haben wir das Vortagstief und danach hatten wir jetzt wieder einen sauberen Anstieg gehabt und das Vortagshoch ist oftmals eben so ein Widerstand, wo der Kurs auch wieder oft gegenläuft. Und da sieht man jetzt vielleicht hier wieder, ja, denn gestern ja sowieso, aber vorgestern hat man hier auch wieder den Fall, wo er eine Punktlandung gemacht hat. Und wir schauen mal ein bisschen zurück in den Markt. Da sieht man auch, hier hat man einen einzelnen Ausreißer gehabt, beziehungsweise Gegenläufer gehabt. Schauen wir mal, ob hier noch was kommt. Genau. Hier haben wir auch wieder, ein bisschen blöd, ja, dass das quasi gegenläuft und reagiert. Das heißt quasi, unser Widerstand, der ist schon ziemlich signifikant und das sieht man eben sehr oft, wenn man das Vortagshoch so betrachtet. Und das heißt für uns quasi, wir könnten jetzt hier wieder so hervorgehen, dass wir das Setup dementsprechend nutzen und darauf lauern, dass der Kurs einen Abpraller macht. Also wir warten und machen unseren Einstieg, unseren Long-Einstieg an unserem Vortagshoch. Wir können natürlich auch so vorgehen und das Ganze noch kombinieren. Und wir wissen ja, der Kurs soll jetzt größer sein als unser Vortagshoch. Die Distanz zum gestrigen High, die soll sehr gering sein. Und was wir auch noch einstellen können, ist, dass wenn der Kurs von oben kommt, dass der RSI eben dementsprechend tief sein soll. Dann schauen wir mal, ob wir da was gefunden haben. Gucken wir mal vor bis heute. Ah ja, und hier haben wir gerade wieder ein sehr gutes Setup gefunden. Das ist natürlich jetzt ein Aktien-Setup. Und hier sehen Sie eben wieder, dass die orangene Linie ist wieder unser Vortagshoch. Das ist jetzt gerade auf M1. Auf M1 haben wir eben den RSI, der jetzt auch kleiner ist als 30. Und hier sieht man schon, den Einstieg, den hat man jetzt vielleicht leicht verpasst. Aber wenn wir den Abpraller handeln wollen, beziehungsweise wäre es vielleicht auch noch ein guter kurzfristiger Einstiegszeitpunkt, da das hier eben so auf den, ja, eher auf eine Long-Richtung hinweist. Wir sollten aber natürlich auch schauen, dass in der Großwetterlage die Richtung auch Richtung Long ist. Und das sieht man auch, wenn man jetzt auf H1 schaut. Der Markt ist jetzt hier eigentlich in so einem Aufwärtstrend, ja. Und macht jetzt hier seine Korrektur und man sieht das Vortagshoch, das ist hier auch schon wieder signifikant, ein paar Tage vorher, beziehungsweise haben wir hier den 26. August, ja, den Zeitraum, da wird dieser gleiche Widerstand eben von unten schon angelaufen. So, jetzt haben wir das Szenario, wir sind jetzt schon drüber gelaufen
Und unser Widerstand, der wird jetzt halt nochmal getestet. Der Widerstand, wenn er durchlaufen wird, oftmals wird er einfach nochmal getestet, nimmt das Ganze dann quasi als Widerstand auf und geht dann eben in die Long-Richtung weiter nach oben. So, also wäre für uns jetzt hier wieder angesagt, dass wir auf ein tiefes Zeitintervall gehen, wie zum Beispiel M1 bis M15, sage ich mal, warten jetzt hier ab und könnten hier theoretisch in die Long-Richtung gehen. Stop-Loss würde ich halt unter dem Vortagshoch platzieren, ausreichend Luft lassen, damit wir dann eben, ja, nicht, falls es dazu kommt, dass wir ausgestoppt werden, eben nicht so viel Geld verlieren. Und genau, das wäre jetzt eben ein gutes Setup dafür. So. Dann würde ich langsam mal einen Blick in die Fragen werfen und hoffe, dass ihr fleißig Fragen gestellt habt, die ich jetzt gleich noch beantworten kann. Und schaue hier mal kurz rein. So, Ton ist Mist, das hatten wir schon zum Anfang geklärt. Genau, hier haben wir zum Beispiel noch eine interessante Frage. Kann der Screener nach dem FIBO scannen? Also alle Assets, die auf den 90er FIBO zusteuern. Ich frage mich gerade, was der 90er FIBO ist. Also eigentlich haben wir andere Levels, aber ich sag mal, ja, wir haben den Fibonacci-Filter haben wir auch drin. Können wir in der Suche danach schauen? Einfach Fibo eingeben und die Filter, die legen quasi das Fibonacci-Band oder das Fibonacci-Retracement über die aktuelle Woche oder eben über den heutigen Tag oder über den gestrigen Tag oder über die letzte Woche. Dann haben Sie hier diese Gruppe, also die Gruppen, können die aufklappen und ein Filter, der würde jetzt eben sagen, wir sind jetzt hier in der Gruppe Distanz zum Fibonacci-Level heute. Sie wollen sich jetzt alles anzeigen lassen, was sehr dicht an dem 38er-Level ist. Sie können jetzt hier sich das einmal auswählen und gehen jetzt hier zum Beispiel auf British Pfund, kanadischer Dollar, klicken das mal an. Ah ja, das sieht schon mal interessant aus in der Vorschau. Und schauen wir mal hier direkt rein. Genau, und hier haben wir jetzt den heutigen Tag. Ups. Der heutige Tag ist jetzt quasi in diesem Zeitraum, ja. Unser Fibonacci Retracement wurde jetzt hier einmal komplett rübergelegt, vom Low bis zum Tief. Und wir sehen eben, der Kurs, der ging hoch. An dem Hoch hat er sich dann ja, für einen Short entschieden und geht dementsprechend in die Korrektur rein. So. Und er durchbricht hier sogar das 38er Level. Wir sind hier aber noch in der Nähe von dem 38er Level. Also es kann ja auch ein Fake Breakout sein von dem Widerstand sozusagen. Was so ein bisschen für sprechen würde, ist halt die Kerze, die so nach einem Hammer aussieht. Man sieht hier eben sogar auch, dass nach diesem Hammer die kleinere Korrektur dann nach oben erfolgt ist. Also gerade so für Scalping auch interessant. Und dann geht der Markt eben doch noch nach unten, macht hier jetzt gerade ein leicht tieferes Tief. Und hier müsste man dann eben mal schauen, ob das 38er Level jetzt von unten angelaufen wird, um das quasi als Widerstand zu nutzen, damit er dann quasi das nächst tiefere Tief machen kann und man shortet. Oder ob man sagt, das ist jetzt wirklich ein Fake Breakout und das zählt man jetzt noch nicht als tieferes Tief. Ich würde hier an der Stelle, würde ich mal empfehlen, abzuwarten. Und man sieht das Ganze dann eben wirklich als Fibonacci Retracement Korrektur am 38er Level. Vielleicht geht es auch noch bis zum 50er, damit das Ganze dann eben wieder nach oben weiter den Trend verfolgen kann. So, ich hoffe mal, dass das genug war zu dem Fibonacci-Thema. Wenn es nicht, dann gerne noch Fragen stellen. So, hier wird gefragt nach dem Stereo-Trader, wie man das machen kann. Und wenn man den Stereo-Trader nutzt und ob das dann quasi parallel funktioniert, das geht an der Stelle leider nicht ganz. Also es würde eine Möglichkeit geben, da müssen Sie
den MetaTrader ein zweites Mal installieren, weil sie haben das Problem, dass die Software, also das Add-on, da können sie immer nur eine Software installieren. Und entweder ist es dann halt der Stereo-Trader oder es ist ein Handelssystem beispielsweise oder es ist eben ein Alert-System oder in dem Falle halt der Forex-Screener als Add-on. Und da können sie nicht zwei Softwares auf einem Chart laufen lassen. Es würde eben nur funktionieren, wenn Sie den MetaTrader noch ein zweites Mal installieren und dann könnten Sie auf dem ersten MetaTrader eben den Stereo-Trader nutzen und auf dem zweiten MetaTrader können Sie dann den Forex-Screener installieren. So, dann kommen wir zu einer nächsten Frage. Kann man nach einer Range filtern? Ich sag mal, das ist möglich, nach einer Range zu filtern. Ich zeige Ihnen auch mal, wie das Ganze geht. Zwar haben wir jetzt hier unser Forex-Screener und nehmen alle Filter mal raus. Und es gibt einen Filter, der nennt sich Breite des Bollinger-Bandes. Und in dem Filter müssen Sie wissen, das Bollinger Band, das wird hier quasi rückwirkend genommen, berechnet, was der Durchschnitt ist. Und dann wird jetzt zum aktuellen Momentum geschaut, wie groß das Bollinger Band jetzt verhältnismäßig ist. Und es soll hier quasi als Kriterium sein, dass das Bollinger Band relativ kleiner als 30% ist. Und wenn Sie das auswählen, dann werden Ihnen genau solche Ergebnisse angezeigt. Und dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, ich glaube, Rocket Internet ist das Ganze hier. Ah ja, sieht man schon in der Vorschau. Schauen wir uns mal im MetaTrader an. Sieht man schon dementsprechend, dass das Bollinger Band hier sehr zusammengezogen ist. Und man könnte hier als das Ganze schon als Range sozusagen deuten, die ja dann hier so losgeht. Und beziehungsweise sich in dem Raum befindet mit diesen kleinen Breakouts. Was jetzt vielleicht eine ganz gute Trade-Möglichkeit ist, ist, dass man eben versucht, den Ausbruch zu handeln. Also, dass man vielleicht darauf spekuliert, dass der Kurs jetzt dann, nachdem er sich so zusammengezogen hat, das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass die Volatilität wieder ansteigt und dass man sich dementsprechend platziert. Eventuell jetzt halt in die Long-Richtung, sage ich mal, die Order drüber packt und darauf wartet, dass der Kurs halt hochspiked und drinne ist einfach im Markt. Ne? Das wäre jetzt eine Herangehensweise, die man benutzen kann, um diesen Range-Breakout hier zu handeln. Und ja, der Filter dazu heißt, wie gesagt, Breite des Bollinger Bandes. Ist es vorgesehen, einen Ichimoku-Scanner einzurichten, ist die nächste Frage. Und wir haben hier immer einen sehr großen Spielraum für Ideen von Kunden, weil letztendlich wird das Produkt ja entwickelt, damit sie das für ihr Trading nutzen können. Und wir wollen das eben auch nicht als so theoretisches Produkt nutzen, wie andere Marktscreener, die nicht so dicht am Markt sind, um dann eben wirklich zu traden, sondern wir wollen Sie ja beim Trading unterstützen und wenn Sie Ideen haben, dann können Sie die uns gerne einfach per E-Mail schicken. Wir nehmen das immer auf in unsere Ideenliste und dann können Sie, beziehungsweise da, wenn mehrere Leute eben dafür voten, beispielsweise wir möchten gerne einen SMA-Filter haben und das Ganze kommt dann eben öfter zum Vorschein, es wird oft angefragt, dann setzen wir das so um. Dann kommt der Filter bei uns auf die Seite rauf und dann können Sie den auch nutzen. Dann müssen Sie einfach eine E-Mail schreiben, dass Sie den Wunsch haben mit dem Filter. Dann machen Sie vielleicht noch eine kurze Beschreibung, wie er genau funktionieren soll. Also was sollte man hier für eine Auswahl haben beispielsweise. Und dann kommt der Filter zu uns im Forex-Screener, wird damit aufgenommen, nachdem er entwickelt wurde. Alles gar kein Problem. So, dann schaue ich nochmal durch, ob von den Fragen schon alles beantwortet ist.
Manuel, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber wir haben derzeit keinen Ton von dir. Hallo Manuel. Der Ton ist leider ausgefallen bei dir. Kannst du mich hören? Den Screener aufgerufen hätten und hätten das. Manuel? Ja, hört man mich noch? Hallo? Nee, wir haben dich jetzt bestimmt 10 Minuten nicht gehört. Eieiei, okay, Moment. Es tut mir leid. Kleinen Moment. Also müsstest du alles nochmal zurückspulen. So, hallo? Hört man mich jetzt wieder? Ja, jetzt höre ich dich. Okay. Jetzt Also hört man mich wieder. Oh Mann. müsstest du vielleicht nochmal Probleme mit der Technik heute. 10 Minuten zurückspulen. Alles klar. Okay, kannst du mir vielleicht einen Hinweis geben, ab welchem Thema mich mal nicht mehr gehört hatte? Das Weißt du hörte das ungefähr, auf, oder? mit mit der letzten Frage nach dem. Die letzte Frage. Okay, alles klar. Okay. Genau, Also also die Ichimoku, letzte. nach der letzten Frage Ichimoku. Und dann kam Alles die klar, Frage okay. nach Aktien und Optionen. So in Alles diesem klar, Bereich, in super. diesem Bereich. Ja, vielen Dank. Ja, erstmal Entschuldigung, dass der Ton hier nochmal ausgefallen ist. Die Technik mag mich heute nicht. genau, den Ichimoku hatte ich ja gesagt. Also, wenn Sie generell Wünsche haben, welche Filter zu uns aufgenommen werden sollen vom Forex-Screener, dann können Sie uns einfach eine E-Mail schicken an mail@forex-screener.de. Und wenn viele Leute eben die Nachfrage bestätigen, also wenn dann eben noch zwei, drei weitere beispielsweise nach dem gleichen Filter fragen, dann werden wir den entwickeln und werden den mit aufnehmen auf unsere Seite, weil wir eben vermeiden wollen, dass jeder, ich sag mal, jeder hat ja irgendwie eine Idee, wonach er gerne screenen möchte. Und da können wir eben nicht alles entwickeln. Aber wenn wir merken, da besteht eine Nachfrage, das wollen mehrere Leute haben, dann werden wir das so umsetzen. Und da können Sie uns dementsprechend einfach eine E-Mail schicken mit einer kurzen Beschreibung, was soll rein und in dem Filter auch, wie soll es aussehen mit den Optionen, die da drinnen stehen. Und dann ist das alles kein Problem. Dann kommt das eben auch mit rein. So, dann gehe ich mal gleich zur nächsten Frage. Das ist Aktien. Und da haben wir eben Aktien, CFDs haben wir mit drinnen. Da haben wir oben auch eine Asset-Kategorie. Da können Sie eben den Markt durchsuchen nach deutschen Stocks oder eben US-Stocks. Und prinzipiell ist jetzt hier erstmal alles enthalten, was Sie im MetaTrader finden. Also vor allem auch alle Assets, die im FX-Flat MetaTrader drin sind. Nach denen können Sie den Markt komplett durchsuchen. Und ob wir uns jetzt noch an weitere Datenpunkte anhängen werden, ist jetzt gerade in der nächsten Entwicklungszeit nicht vorgesehen, sage ich mal. Aber es könnte natürlich in Zukunft dann noch passieren, dass wenn wir jetzt alle Features, die wir sowieso umsetzen wollten, also da steht noch einiges auf der To-Do-Liste, wie zum Beispiel Candle-Pattern-Formation, dass man danach eben auch noch suchen kann.
wenn solche Punkte abgearbeitet sind, dann würden wir auch mal überlegen, ob wir uns jetzt noch Optionen mit reinholen ins Boot oder ob wir uns auch noch richtige Aktien mit reinholen. Das Ganze basiert eben so ein bisschen darauf, wir haben auch eine Umfrage gemacht an unsere Kunden, um halt herauszufinden, was denn sich noch gewünscht wird. Und die meisten waren eben mit der Asset-Auswahl schon zufrieden. Ich kann ja auch mal kurz, was zeigen. Wir hatten hier eine Umfrage neulich von uns ausgewertet, da haben über 100 Leute mitgevotet und haben den ganzen Projekt quasi schon mal eine 7,7 auf einer Skala von 1 bis 10 als Bewertung gegeben. Und da waren mitunter dann auch noch Fragen dabei, wie was sich noch gewünscht wird, ob sich jetzt eben noch mehrere Assets gewünscht werden oder mehrere Filter. Und nach mehreren Assets war eben der Wunsch nicht so groß, deswegen steht das eben so ein bisschen ja, weiter hinten auf der To-Do-Liste und wir kümmern uns erstmal um die Sachen, die sich primär hier noch gewünscht werden. So, dann haben wir als Fragen noch Divergenz, Fragezeichen, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, mit was gemeint ist. Da kann sich der Fragesteller gerne nochmal ausführen, bitte, damit ich weiß, was mit Divergenz gemeint ist. Dann schaue ich mal hier noch mit rein. Genau, Candle-Formationen wären sehr interessant. Die kommen auch noch mit rein, das ist kein Problem. Innenstäbe etc. Kann ich auch mal kurz sagen, wir haben unten bei den, hier gibt es ja quasi schon die Sektion mit den Candle-Pattern-Filtern. Und hier haben wir auch das bullische und bearische Engulfing, also die Innen- und Außenstäbe. Und was wir auch noch haben, sind eben die Hammer-Variationen. Dann haben wir noch die Doji-Formation. Das sind jetzt gerade so die Candle-Patterns, die wir aktuell drin haben. Candle-Patterns, da kommt natürlich dann noch was dazu. Also sowas wie eine SKS-Formation, Doppeltop und W-Formation. Das wird noch mit reinkommen. Da wollen wir natürlich aber die Erkennung, da muss man ein bisschen mehr Zeit drin investieren, weil die Erkennung soll auch wirklich gut sein. Also nicht, dass man da dann einen W-Pattern findet, was eigentlich gar keins ist. Das wollen wir von der Qualität her natürlich nicht so handhaben. Von daher bitten wir dann noch um ein bisschen Geduld, aber ist in Arbeit und wird kommen. Genau. Dann gibt es hier nochmal die Frage, Divergenz vom Kurs zum RSI oder MACD. Das ist so. Ja, das höre ich jetzt so zum ersten Mal. Ist jetzt halt so nicht drinne. Wenn da sich eben die Nachfrage noch ergeben würde, könnte man das Ganze mit einbauen. Aber das war ja so bis jetzt noch nicht vorgesehen. Und schauen wir mal, ob da mehrere Leute noch Interesse daran haben. Wenn ja, dann ist das natürlich kein Problem. Gut, dann ist hier die Frage, genial, bis wann die Candle-Patterns kommen. Ich kann mal dazu sagen, bei uns auf der Liste stehen jetzt gerade erstmal, dass wir ja, weitere Features auf der Oberfläche hinzufügen, wie zum Beispiel, dass Sie Ihre Trading-Strategien bzw. Ihre Filter-Setups so speichern können. Das ist gerade in Arbeit und wird jetzt das erste nächste Feature sein, was zeitnah kommen wird. Wir haben ja auch eine komplette Neuentwicklung gerade von der Oberfläche, damit wir technologisch auf dem aktuellsten Stand bleiben und damit wir auch ja, weiterhin gute Qualität liefern können. Und es wird noch so eine Art ja, Add-on geben, was weiter ausgebaut wird, also was sie dann wirklich im Trading-Prozess noch unterstützen wird. Und damit wir diese Anbindung machen können, muss eben diese Neuentwicklung her. Und wenn das geschafft ist, und das wird wahrscheinlich zum Ende des Jahres released werden, dann werden wir uns danach nach den Candle-Patterns darum kümmern und die werden dann zum Anfang nächsten Jahres released. Also spätestens Anfang nächsten Jahres. Falls die Nachfrage jetzt noch viel höher werden sollte nach den Candle-Pattern-Filtern, dann werden wir das natürlich vorziehen. Aber aktuell sieht es so aus, wie Anfang nächsten Jahres können Sie damit Ihre Trades dann heraussuchen. Gut. Dann schaue ich mal, ob es hier noch weitere Fragen gibt. Add-on-Markttechnik,
Genau, das ist auch noch geplant, dass sie dann hier einen Markttechnikfilter haben. Das ist auch noch in Planung. Kann ich Ihnen gerade noch kein konkretes Datum nennen, aber wird auf jeden Fall noch umgesetzt. Ich denke, zu Beginn des nächsten Jahres, also Q1 2021, sollte das dann mit drin sein. Das sind natürlich Filter, die, ja, die sollte man, die braucht man einfach, ne? Das sind Filter, die findet man auch in keinem anderen Screener und die sind auch sehr schwer umzusetzen. Aber wir sind dran und wir werden das auf jeden Fall liefern. Wo können die Anwendungen der Suche nachgelesen werden? Ich denke mal, hier wird eben nach einer Beschreibung gefragt. Wir haben aktuell für Trades als Beispiele einen YouTube-Channel. Da können Sie einfach mal bei YouTube eingeben, Forex-Screener, und dann kommen Sie auf unseren Channel. Dort werden Videos gezeigt mit Beispiel-Trades. Da haben wir auch nochmal Erklärungen gehabt. Da haben wir auch ein paar Trades gemacht mit den Filtern, die wir dazu nochmal erklärt haben. Es sind allerdings eben doch nicht alle Filter dort als Video erklärt. Und das ist auch noch eine Sache, die mit der Neuentwicklung jetzt kommen wird, diesen Jahres, dass wir die Videos zu jedem Filter eben noch implementieren können, beziehungsweise sind wir uns gerade noch nicht ganz einig, ob wir ein Video machen oder eine Dokumentation schreiben. Aber in der Umfrage, die wir aktuell haben, sieht es eher nach Video aus. Und dann haben Sie jeden Filter erklärt. Das wird eben auch noch etwas dauern, aber wird dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen. Okay, dann haben wir jetzt soweit alle Fragen durch. Ich würde Ihnen ganz kurz nochmal zeigen, dass Sie auf Forex-Screener gehen, auf Zugang erstellen. Wenn Sie Kunde bei FX Flat sind, dann erhalten Sie Ihren Forex-Screener-Zugang komplett kostenlos. Das heißt quasi, Sie haben ein Konto bei FX Flat, Sie handeln dort regelmäßig. Dann können Sie hier auf forexcleaner.de gehen, Zugang erstellen und wählen hier einfach aus, dass Sie schon ein Kunde sind bei FX Flat oder auch sogar bei CapTrader. Wenn Sie CapTrader-Kunde sind, gilt das für Sie genauso. Scrollen etwas runter und füllen hier einfach Ihr Formular aus. Hier wird einfach gefragt nach Ihrem Name, Vorname, Ihre Kontonummer, also jetzt von Ihrem Trading-Konto, damit man eben schauen kann, ob Sie wirklich Kunde dort sind. Und können das Ganze dann eben einfach kostenlos beantragen, Ihren Account. FX Flat wird das Ganze prüfen, ob Sie wirklich Kunde sind und wird dementsprechend Ihren Account erstellen, freischalten. Sie erhalten eine E-Mail mit den Zugangsdaten, können sich einloggen und mit dem Screening starten. Und wenn Sie dann noch darüber hinaus eine Idee haben, welche Filter Sie noch haben wollen, was Ihnen noch fehlt, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an mail@forex-screener.de. Sie können sich unsere Videos anschauen auf YouTube und mittlerweile haben wir auch unser E-Book draußen. Das zeige ich Ihnen noch ganz kurz. Da sind auch drei Strategien noch drin beschrieben, wie Sie den Forex-Screener eben nutzen können. Da gehen Sie einfach ins Menü rein, gratis E-Book, Marktscreening, können hier Ihre E-Mail-Adresse angeben, dann wird das Ganze Ihnen zugeschickt. Und wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, würde ich sagen, schicken Sie uns einfach eine E-Mail oder wir sehen uns beim nächsten Webinar wieder. Und bis dahin würde ich mal sagen, alles Gute, profitable Trades. Und bis bald. Ja, Manuel, vielen Dank. Schade, dass die Technik so für mich funktioniert hat, aber ich hoffe, das war kein Problem für die Zuschauer, Zuhörer vielmehr. Ja, ich hoffe auch auf die Erweiterung. Die Fragen der Kunden waren ja doch sehr interessant, was man so, auf welche Ideen man so kommen kann. Und ich denke, da kann man sich auch einiges abgucken. Insofern vielen Dank an die vielen Fragen, an die Teilnehmer fürs interessierte Zuhören und ich wünsche allen einen angenehmen Abend und viele, viele erfolgreiche Trades. Bis zum nächsten Mal.